Ein bewaffneter Hilfspolizist, der beim Schulmassaker von Parkland zwar vor Ort gewesen, aber nicht eingegriffen haben soll, ist vom Dienst suspendiert worden. Der Mann legte daraufhin sein Amt nieder. Der Hilfs-Sheriff war auf dem Gelände der Highschool im Einsatz, als ein 19-Jähriger 17 Menschen erschoss, sagte Sheriff Scott Israel. Scott Peterson war während des ganzen Vorfalls auf dem Gelände. Er war bewaffnet und er trug Uniform. Seine Aufgabe sei klar gewesen, sagte Israel. Reingehen, den Killer stellen und ihn erschießen. Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras und Zeugenaussagen belegen stattdessen, dass der Mann vor dem Gebäude gewartet und nicht eingegriffen habe. Zwei weiteren Polizisten droht ein Untersuchungsverfahren, weil sie ernstzunehmenden Hinweisen auf den Attentäter nicht nachgegangen sein sollen. Für Verwirrung hatte auch gesorgt, dass sich der Täter unter die flüchtenden Schüler gemischt hatte, während die Einsatzkräfte ihn noch im Gebäude vermuteten. Grund für diese Fehleinschätzung waren offenbar veraltete Videoaufnahmen.